Mal schauen, wo er hingeht. Was? Hört ihr das, Jungs? Scheiße, sie ist gerade. Ja. Ja, kann ruhig essen. Was ist hier eigentlich los? Irgendwie ist hier alles seltsam. Warst du etwa noch nie in einem Lager heiterer Räubergesellen? Also heiter waren sie bisher nie. Ihre Beute haben sie und jetzt wollen sie Spaß. Saufen, würfeln und Frauen. Ich bin die einzige Frau hier, aber sie interessieren sich eh mehr fürs Würfeln und fürs Saufen. Und dann sind sie platt. Sie scheinen vernarrt ins Würfeln zu sein. Ja, und sie spielen immer gleich. Jeder Spieler setzt sein wertvollstes Beutestück und der Gewinner kriegt alles. Meistens endet es handgreiflich. Aber schon lange her, dass jemand dabei draufgegangen ist. Ich sollte mich vorsehen. Tu das, Hübscher. Es wäre wirklich schade um dein Gesicht. Jetzt ist er weg. Hat Essen genommen und ist weg. Irgendwo muss er sein. Der frisst auch. Da, beim Schießstand ist er gar nicht rausgegangen. Bin so hungrig, könnte meine Stiefel fressen. Der Bandit steht da. Hey. Ja. Dass ich zusammen saufen muss. Eins drunter. Ich habe überlegt, ob das Privitslava jetzt ein Bier noch oben ist, aber... Geht schon. Geht der oder nicht? Nee, nicht, der hat er eingesetzt. Achso. Was war das? Einer von mehreren Würfeln, die bei anderen fertig wurden, anstatt einer 1 ist ein Teufelskopf. Ah, okay. Also die bringen nicht, die bringen nichts wirklich. Aber das sind ja jetzt nur 2. Na, das ist ein Set. Das sieht ein Würfel, der extra für Alfons gefertigt wurde. Ja. Da steht aber 5. Ich weiß, aber wenn du das anklickst, sind es dann im Set unter. Ja, ja, nein, es ist eh. Wahrscheinlich. Es ist eh gestanden, beim Würfel selber, Anzahl 5. So, die, jetzt werden ein paar nachher eingehen. Ich will würfeln. Er ist wieder da. Gegen wen trete ich an? Letztes Mal waren dir die Würfel hörig. Dein Gegner ist Perhuna. Er stammt von hier und bringt uns Vorräte. Eine schicke Halskette hat er gesetzt. Ah. Schau, 5. Ja, aber wir nehmen, ich glaube, wenn die nehme ich auf jeden Fall immer die ungeraden Zahlen. Gerade Zahlen lohnt sich nicht. Aber mit Lucifer werde ich wieder spielen. Mit dir bin ich eigentlich gut gefahren, oder? Ja. So. 1, 1, 1, 5, 2, 4, das ist scheiße. Ja, 1, 1, 1. Das ist 1000 Punkte. So wurscht. Boah, das ist kacke. Ein Würfel fehlt uns, glaube ich. Das ist nämlich ein normaler. Ja. Habe ich einen nicht geklickt? Ziel fehlt. Da ist jetzt Ziel. Ja. Das ist auch schon zu normaler Würfel, nämlich. Morden kämpfen, schlägerei. Erlauben, saufen, söhnen, singen. Wurscht. Die Weiber schänden, alles niederbrennen, Zechen zerstören, plündern. Wenn ich verliere, lade ich einfach noch einmal. Hol mir die Würfel noch einmal. Aber gut, er hat auch kein Glück gehabt. Also. Ich krieg da auch nichts zusammen, schau. Hat sich ausgeglichen. 5-5-5-5-1, nein, der 6er war noch da. Dann nehme ich nur die 5er. Und. 1, aber das eine, das gehe ich jetzt nicht mehr. Nein, ich habe auf F gedrückt, scheiße. Oh. Na, scheiße. Ich hab mich verdrückt. Ja, ich weiß. Wow, das ist spannend jetzt, das letzte Match, ha? Gerade jetzt, wo es um die Kette geht. Aber er spielt auch wohl scheiße zum Glück. Bin gespannt, wenn die Leute umfallen.
vom vergifteten Essen. Schau, er kriegt auch nichts zusammen. Der Würfelgreifer. Überall Dreck und Gestank. Zu Hause war's besser. 3 und 2, glaube ich, hat er. 5. Dann hat er 400 Punkte, mein Gott. Was mein Pissen? Ja, 3-5er. Naja, aber das, ich hätte lieber was anderes gehabt. Und den 1er auch, oder? Ich brauche halt den Würfeln alle. 3 noch von denen, die 3 Faltigkeitswürfel. Ja. Komm, was jetzt das vorbei ist. Gott sei Dank. 3-1er, gell? Überall Dreck und Gestank. Vielleicht bin ich jetzt in meinem Zug, ha? 666. Meins und 5 kannst du separat hinlegen, gell? Ja. 1, 1, 1, 3, 6, 6. Das heißt, ich nehme. Wo alle anderen brauchst du immer 3, gell? Ja. Scheiß an, ich spiel weiter. Es muss jetzt 1er, 5 oder 6 dabei sein. 3-5er. Na, bitte. Ich hab ja gesagt, ich besiege ihn jetzt, besiege ich in den Einzug. Ich glaube, das riskiere ich nicht mehr, weil es jetzt vorbei ist. Stimmt. Erfolg, ich kann hier jetzt aufhören. Jetzt solltest du eigentlich aber die Kette gekriegt haben, oder? Na, die gewinne ich jetzt noch, aber ich muss ihm vorher seine Würfel auch noch wegnehmen. Ist der Pfeil hier ordentlich fett? Hm? Von da aus? Willst du es? Ja, wir es gleich sehen. Der schaut dich genau an. Na, hupf wieder drüber, so wie vorher. Hä? Nein, nein, riskier's nicht. Was ist hier los? Heilige Maria. War knapp. Tja. Aber ich hab's, warum gewinnst du das jetzt, die erste Kette? Wie habe ich mich geschlagen? Gespielt? Herr Alfons, ich muss schon sagen, du hast sie zerlegt. Hier, der Schlüssel für den Preis. Hab tausend Dank. Der Schlüssel für den Preis, das hätte ich ganz so an, ich soll zur Truhe gehen und erwarten es auf mich dann. Wahrscheinlich keinen mehr hin. Du hast wieder nüchtern. Die Truhe. Ich speichere trotzdem noch einmal. Ja. Ich habe eh genug. Saufen kann ich eh genug, halt ja viel aus. Was zum? Wo ist die Truhe? Da hinten drin. Wo, was? Hä? Warum? Als ob du die das erste Mal hast. Ans Jucken musst du dich schon gewöhnen. Ach so. Wer steht denn da? Oh, scheiß Kopfweh. Heute kann ich keinen mehr heben. Das Kopfweh liegt aber, glaube ich, eher an meinem Gift. Kann sein. Da. Den Rest lasse ich da liegen, weil. Silberkette. Okay. Für die Theresa. Na, warte, ich muss noch mit dem anderen Trottel reden. Was da? Wo war denn das? Ist ja nicht geschafft, du kannst jetzt mit dem Idioten da reden. Was mein Pissen? Scheiß Wecker, scheiß Zelte, scheiß. Verschwinde, verdammt! Hier hast du nichts verloren! Was ist los? Was führst du hier im Schilde? Was mein Pissen? Was zum. Also ist wahrscheinlich in der Nacht. Ich warte mal bis zum Vormittag. Wenn es dann noch leben. Bin gespannt, wer tot am Boden liegt. Mhm. Jetzt haben wir ordentlich viele Spielwürfel. Ja. Aber die 3 Faltigkeitswürfel da habe ich leider nicht alle.
Na komm. Nizi liegt auf der Yacht. Di. Schau, alle essen. Wir sind tot schon alle. Ich hätte noch eine Frage. Sicher doch. Bis spät. Muss ich nicht deine Würfel? Jeden müsste dir auffallen, dass die Würfel weg sind. Bruder meines Großvaters ist beim Baden im Teich ertrunken. Eigentlich. Komisch, gell? Ja. Ich muss noch einmal warten. Wann würden wir aufstehen, der Räuberkönig? Na komm jetzt, das ist nicht mehr lustig. Dreck und Gestank! Ich darf dich nicht durchlassen. Was war das? Ich darf dich nicht durchlassen. Was führst du hier im Schilde? Verzieh dich, oder ich hetz dir die Wachen auf den Hals. Herr im Himmel, ein Mörder! Der Anführer will dich nicht sehen. Was? Der Anführer will dich nicht sehen. Der Anführer ist leider tot. So, sie kommen rein. Alle nach der Reihe. Alle nach der Reihe. Ja, ich glaube, sie dreht sich um auf Kommando. Was soll ich machen? Hey, was? Jesus! Jesus! Ich hab dich! So, das war's mit dem Banditenlager. Die Wurst, schau dich die Banditen. Ja, ey. Nur die Frau ist weggerannt. Was denn? Das dann. Vorher mit mir reden wollen, verstehst? Und dann sagt er, der Herr will mit dir nicht reden. Wie ich das mache? Dieser Treue geben. Ja, ich muss die zeigen. Was soll ich machen? Warte mal.
Stell dir vor, da kommen sie mal und da liegen alle tot. Da ist auch nichts drin. Ja, ich habe alle ausgelöst. Aha, schau. Ich habe aber komisch aus dem Gesicht her. Ja, ja, rausgefressen. Wurscht. Ich weiß halt nicht, warum der nicht mit mir reden wollte auf einmal mehr. Weißt du, was ich meine? Soll ich noch einmal laden, komplett neu, wo er mit mir reden wollte? Ja. Nein. Musst du wissen. Weil so schwer war das jetzt nicht. Ich glaube, da war 439 haben wir jetzt geladen. Weil dann brauche ich nicht das Lager auslöschen. Da ist doch gestanden, er will mit dir jetzt sprechen. War das da noch? Okay, 440 wird es gewesen sein dann. Hipse dir damit uns, ja? Möge unser Herr Jesus Christus dich segnen, Baron von Bilowetz. Es ist mir eine Ehre, dich zu treffen. Das kann ich nur erwidern. Wir haben lange keine interessanten Besucher empfangen und ich bin ganz erpicht auf deine Neuigkeiten. Ganz zu schweigen von unserem Geschäft. Fürwahr, wir haben viel zu besprechen, Herr. Gut. Und wie war deine Reise, Herr Alfons? Ehrlich gesagt, lang und etwas beschwerlich. Ah, möchtest du unser Gespräch etwas aufschieben? Nein, nein. Gerne würde ich sogleich zum Geschäftlichen kommen und die Neuigkeiten später austauschen. Nun gut. Lassen wir das Geschwätz beiseite und kommen gleich zur Sache. Soweit ich weiß, hast du einen Vorschlag zu unterbreiten, der einen Abzug aus Vlashim vorsieht. So sieht es aus. Eure Aufmerksamkeit wird anderswo verlangt. Wo hat er gesagt? In Beneschau, gell? Na, ich glaube ihm nicht. In Beneschau. Beneschau kenne ich gut. Das wäre machbar. Und schon. Wem sollen wir unsere Aufmerksamkeit widmen? Handelskarren. Natürlich. Wie könnte man Bürger besser das Fürchten lehren, als sie ihres Silbers zu berauben? Hast du für diese Geschäftssache eine bestimmte Straße im Sinn? Straße nach Pilgrams oder Prag? Ich weiß nicht. Er kommt gerade aus Prag. Die Straße nach Pilgrams. Oh, verstehe. Und wie viel kriegen wir? Wenn es eher darum geht, die Leute einzuschüchtern, winkt uns nicht viel Beute. Ich kann etwa 24.000 Groschen bieten. Wahrlich ein großzügiges Angebot. Nur ein Narr würde ablehnen. Ich habe über 5.000. Das wäre alles? Ich hätte auch ein sicheres Versteck zu bieten, sofern Bedarf besteht. Ein Platz zum Untertauchen kann nie schaden. Wo ist es? Beneschau. Ich bin einverstanden. Es ist beschlossen. Das Geschäftliche hätten wir. Du kannst dich ausruhen. Plaudern wir doch einfach danach weiter. Hab Dank, Herr Er. Das hat genau keinen Unterschied gemacht. Ja, du hast mich gar nicht töten müssen. Du hast ja, was du willst. Nehme ich lieber das und töte nicht alle und versuch noch einmal das Essen zum Vergiften und warte einen Tag. Den muss ich noch berauben, gell? Ja, ich glaube schon. Hey! Na? Da haben wir alle beraubt. Stimmt, da habe ich da gespeichert und haben wir gedacht, ich gehe mal rein. Meine Schuhe fressen. Ich bin müde. Hm. Was war das?
machst du jetzt? Ich lass leben, ausnahmsweise. Und gehe zurück zu dem runter. Ja. Aber jetzt hast du mit dem nicht geredet, weil du hast ihn ja geladen. Ich habe ja gerade geredet, das war aber sinnlos. Es hat keinen Questfortschritt gebracht. Ach so. Aber wir wissen im Grunde, wer es war, der Mlata, oder wie der heißt, ne? Ja. Der Mlata, oder Mluti. Ja, Mlata. Weil er gesagt hat, Mlata. Vielleicht spricht man sie Mlata aus. Oder Malato. Also auf jeden Fall Malar und dann irgendwas. Malaria. Ja. Malaria. Klar. Ich sehe überhaupt nichts. Ja, ich wusste mich da auch gerade noch durch, so gut wie ich es so halbwegs sehen kann. Gute Neuigkeiten, Herr Anselm. Ich weiß, wer ihn getötet hat. Wer war es? Maladota war es. Einer der Briganten. Was macht dich so sicher? Hm? Die Würfel. Die Würfel? Nun gut. Um den Rest kümmere ich mich. Ich stehe wahrlich in deiner Schuld. Hier, Heinrich. Für dich. Verzeih, dass ich nicht mehr dabei habe. Sollte es dich je nach Prag verschlagen, sorge ich dafür, dass es dir dort wohler geht. War mir ein Vergnügen, Herr Anselm. Leb wohl. Edler Hut. Na schau. Na und die Kette? Die haben wir schon in der Tasche. Ja, aber solltest du die nicht ihm geben? Nein, den Herrn Hans. Ach so. Ah ja, ja, gut. Da ist es. Schau, neue DLC. Ich gehe mal nach Radei, weil wir müssen auch einmal mit unserem Schatz hier mal wieder was machen. Weil das jetzt gegangen, hast du gesehen? Ja. Einmal ums Eck. Ratatatai, ratatatai. Ratatai, ja. Jetzt werde. Na, da sind wir angekommen. Ja, Riesle. Fressen noch schnell. Bitte mach fettes Schwein, bis der Bad. Dickes Schwein, die. Schwein, Schwein, Schwein. Unsere Stats schauen eh schon zu gut aus. Warten wir einfach mal. Nur die Sattheit geht runter auf normal. Auf normal, gell? Auf 100 halt. Normalerweise. Maximal, wenn dann. Hm. Oder auch nicht. Mach wurscht. Ist mir auch egal. Ja, egal.
Seh an, Heinrich. Genau. Warum schaust du denn drein wie ein Honigkuchenpferd, Heinrich? So schauen Männer nur, wenn... Du betrügst mich doch, habe ich recht? Ja, ich gebe es zu, dass ich nicht... Du täuschst dich. Was will ich bei einer Dirne, wenn die hübscheste Frau weit und breit mein ist? Schmier mir nur Honig ums Maul. Andererseits, du würdest mich nicht belügen. Verzeih, dass ich Zweifel hatte. So. Wollen wir irgendwo spazieren gehen? Sehr gerne. Ja, wenigstens nicht so weit, ne? So wie letztens. Die so ganze Welt. Marsch, Marsch, Marsch. Theresa, es gibt da etwas, das ich dir sagen muss. Was ist denn? Bedrückt dich etwas? Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich spuck's einfach aus. Herr Ratzig Kobilla ist mein Vater. Und König Wenzel ist mein Vetter. Fast hätte ich's dir geglaubt. Nein, ich mein's ernst. Was? Aber Heinrich, wie ist das denn? Ich musste das auch erstmal verdauen. Herr Ratzig und meine Mutter hatten eine Liebelei. Aber da sie eine gemeine war, tja. Und dein Vater? Den Schmied meine ich. Gott, das klingt komisch. Also, Martin. Er kannte Herrn Ratzig von früher. Martin, er und Mutter heirateten sogleich, um ihren Ruf zu wahren. Für ihn war ich sein Sohn. Und Herr Ratzig ließ das zu? Ja. Ich glaube, sie hatten das sogar untereinander so vereinbart. Herr Ratzig wusste dadurch meine Mutter gut versorgt. Mein Gott, Heinrich, das ist... Und was bedeutet das für dich? Tja, wenn ich das wüsste. Du weißt es nicht? Das hängt schließlich von Herrn Ratzig ab, nicht von mir. Als sein unehelicher Sohn habe ich keinerlei Rechte. Ich bin jetzt nicht plötzlich ein Adliger wie Herr Hans. Und wenngleich Herr Ratzig mich öffentlich anerkannt hat, in gewisser Weise, ändert das rein gar nichts. Was, wenn Herr Ratzig dich zu einem richtigen Adligen macht? Würdest du das wollen? Ob ich das wollen würde? Feine Kleider, auf die Jagd gehen, Wein aus goldenen Kelchen und Fasan zum Frühstück? Ha, sicher, wer würde das nicht wollen? Ich glaube, da steckt schon noch mehr dahinter, Heinrich. Du hättest sehr viel Verantwortung. Stimmt. Ja. Aber was ich will, tut eh nichts zur Sache. Ein Bastard wird immer ein Bastard bleiben. Ich weiß nicht. Vieles kann sich ändern. Würdest du als Edelmann mich, ein einfaches Müllersmädchen, noch mögen? Ja. Das würde sich nicht ziehen. Natürlich. Ich werde dich immer mögen. Ganz gleich, was geschieht. Ich werde es mir merken. Dein Wort in Gottes Ohr, Heinrich. Gott ist mein Zeuge. Bring mir was zu beißen. Ja. Jetzt kommen wir endlich zum Herrn Hans. Wie man finden. Da wären wir. Wollen wir das wiederholen? Ja, besuch mich mal. Jetzt ist das noch niemals fertig. Ja! Die Geschichte, die ich halt schon gern zu Ende spielen. Die Nebenquests mit Jagen und so, das ist mir jetzt wurscht. Ja. Das Räuber töten, das ist mir jetzt egal. Was ist denn da? Beschaffe ein Hans Kette. Ich war nicht in der Truhe. Ich war nicht in der Truhe. Ja, du hast den Schlüssel nicht geholt für den Schatz, gell? Ja. Ist aber wurscht. Ist nicht so schlimm. Du und dein Hirn. Weil nein. Ich extra mal geladen habe. Ja, ich weiß auch schon. Ich habe ja gespeichert und gesagt, ich tue lieber speichern, wenn nicht hinten eine Falle ist oder so. Genau. Und dann hast du es geholt und dann hast du mit den Trotteln geredet und dann hast du mal geladen. Ja. Und dann habe ich es ausgelöscht. Ja. Wurscht. Egal. Ich brauche hier nur reinholen und gehen.
La 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 la. Ich muss mitmachen, weil es ist keine Musik mehr da.